So, wir sind bei Teil B der Aufgabe. Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe. Die Potenzreihe ist n hoch n und z hoch n. Wir gucken uns diese Potenzreihe nochmal an und wir werden gefragt, für welche Zahlen z-Element c ist diese Reihe konvergent. Wenn wir uns das anschauen, dann können wir das Wurzelkriterium nehmen. Wir sind also hier bei Aufgabenteil B und wir wählen das Wurzelkriterium aus. Wir wählen das Kriterium deswegen aus, weil wir ja möglichst viele Potenzen hoch n haben, die durch das Wurzelkriterium gefressen werden. Das Wurzelkriterium sagt aus, wenn der Limes für n geht gegen unendlich von der n-ten Wurzel aus an zum Betrag kleiner 1 ist, ist die Sache konvergent. Wenn das größer als 1 ist, ist es divergent. Und wenn das gleich 1 ist, dann wissen wir nicht weiter und müssen ein anderes Kriterium wählen. Wenn ich jetzt die n-te Wurzel aus n hoch n und z hoch n nehme zum Betrag, dann frisst die n-te Wurzel das hoch n und das z hoch n. Und wir erhalten nur n mal z zum Betrag. N ist positiv, also kann ich z-Betrag hier drum gehen lassen. Und das muss kleiner 1 sein. Für z-Betrag kann ich sagen, das ist die Wurzel aus x² plus y². Und das n kann ich auf die andere Seite tun. Das n geht aber gegen unendlich. Wir haben also den Limes davor eigentlich, den habe ich hier vergessen, von der Schreibweise her. Das ist der Limes. N geht gegen unendlich. Deswegen sollten wir einfach sagen, das Ding sieht so aus. Eck und das Z-Betrag müsste also kleiner als 0 sein. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Wir stellen also fest, für Z gleich 0 ist die Reihe konvergent. Für Z ungleich 0 ist die Reihe divergent. Da der Limes von der n-ten Wurzel aus an für n geht gegen unendlich gleich n mal z Betrag, davon wieder der Limes, n geht gegen unendlich und weil n gegen unendlich ist, ist er dann unendlich. Wenn also z-Betrag nicht 0 ist, dann wird n immer größer und wir haben einen unendlich großen Limes und das ist mit Sicherheit Größe 1 und daraus folgt die Divergenz. Somit ist der Konvergenzradius 0. Wir haben also ein einziges Feld, was konvergiert, das ist hier. Hier ist real, hier ist imaginär. Als ich die Aufgabe das erste Mal vorgeführt habe, habe ich sie falsch abgeschrieben. Da hieß meine Potenzreihe n² und war wesentlich interessanter als diese. Wenn wir eben dasselbe mit dieser Potenzreihe hier machen und wir machen hieraus ein Quadrat. Nein, stopp. Ja, doch, war richtig. So, n². Dann kann ich sagen, die n-te Wurzel aus an zum Betrag, der Limes, ist gleich dem Limes von der n-ten Wurzel aus n² mal z-Betrag, für n geht gegen unendlich. Dieses Teil hier, kann man zeigen, geht gegen 1 und damit ist das z-Betrag und das ist kleiner 1
Und dann habe ich die Wurzel aus x² plus y² ist kleiner 1, x² plus y² ist kleiner 1. Und dann bekomme ich einen Kreis raus. Und dieser Kreis hat den Radius 1 und geht um den Ursprung. Das ist also dann die Lösungsmenge, wenn ich zum Beispiel statt n hoch n ein n Quadrat nehme. Dann hätte ich also eine solche Lösungsmenge. So, wir gehen nochmal alles durch. Wegen dem hoch n kommt das Wurzelkriterium in Betracht. Wir stellen hier fest, nur wenn z gleich 0 ist, dann existiert der Limes und ist kleiner 1, dann ist er nämlich 0. Wenn eine Zahl 0 ist, ist alles 0, dann lautet die Reihe 0 plus 0 plus 0 plus 0. Deswegen für z identisch 0 ist die Sache konvergent. Wenn z nicht 0 ist, dann behalten wir n mal z-Betrag. Z-Betrag ist irgendeine Zahl. N geht gegen unendlich, das Ding geht gegen unendlich, ist größer als 1, ist divergent. Wir stellen also fest, für alle Zahlen z, die nicht identisch 0 sind, Imaginärteil 0, Realteil 0, ist das Ding divergent. Nur für z gleich 0 ist das Ding konvergent. Hätte ich aber statt n hoch n n Quadrat, dann hätte ich einen Kreis mit dem Radius 1 machen können. Dann müsste ich allerdings noch zeigen, dass die n-te Wurzel aus n Quadrat für n gegen unendlich gegen 1 geht. Das müsste ich dann noch zeigen und dann wäre ich fertig. Das wäre also eine wesentlich interessantere Aufgabe. Hier ist die Aufgabe ziemlich profan. N hoch n geht eben sehr schnell gegen unendlich und deswegen muss z gleich 0 sein, damit die Potenzreihe eine Chance hat zu konvergieren.